Hallo, habe ich auf anzugreifen in meiner Anmoderation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rooms of Magic. Als erstes grüße mal Kale, ich habe keine Ahnung, wie du ausgesprochen wirst oder wie genannt man es möchtest oder so. Auf jeden Fall grüße ich dich und natürlich alle anderen auch. Und ja, wir haben hier Tartus vor uns und wir wollen Tartus auch mal angreifen. Vielleicht. Oder einfach mal den Stab benutzen. Und mit Tartus reden. Mein Wolfgeist! Was habt ihr mit meinem Wolfgeist gemacht, ihr furchtbaren Stadtmenschen? Wer hat euch diese Magie gegeben? Wer schickt euch? Beruhige dich, nehm Ritalin. Mann, Mann, Mann. Also, mein Vater, ich gehe nicht zurück. Wie habe ich meinen Vater angebetet? Ist gut nebenbei. Aber dann habe ich erkannt, dass er nichts als ein Feigling ist. Ey! Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich kann den Text nicht vorlesen, wenn er nach wenigen Sekunden abhaut und weg ist. Ja, Schitte, was soll denn das? Ja, was ist das für eine Scheiß-Quest, bitte? Ja, auf jeden Fall haben wir ein 7-Tage-Pferd gezogen heute. Ich wollte das vor dem Stream machen und dachte so, ja, mach ich mal vor dem Stream und vor dem Stream, vor Video meine ich natürlich. Dann braucht man das nicht immer im Video zu machen und ja. Das ist natürlich jetzt Gänsefußkacke und ja, nun müssen wir das Vieh suchen, um die Geschichte fortzuführen. Oder so, ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwo hingelaufen. Ich würde das gerne jetzt lesen. Also. Nee. Nee, auch nicht. Wie hieß die blöde Quest? Du bist schon weg jetzt. Du bist weg. Oder? Ja, wo Buch? Nein, nein. Ja, das war's. Ja. Nee, ja, tut mir wirklich leid, aber wenn das so gestreckt ist, dann kann ich dagegen eigentlich gar nichts machen. Wir gucken, ob wir den hier vorne nochmal sehen. Und mal mit ihm reden können. Ja, das wäre auf jeden Fall eine blöde Sache. Das ist eine blöde Sache. Aber er ist nicht hier. Ja, dann wird das eine der wenigen Quest-Geschichten sein. Die wir, ich werde mal eine Runde reiten, aber die wir jetzt nicht zu Ende gelesen bekommen. Das wurmt mich gerade ein bisschen. Tja. Und der Flohteppich ist nirgends aufzufinden. Wir müssen ihn ja finden, um okay zu drücken. Oder? Da ist er doch. Wisst ihr, was die Anhänger des Ordens der Dunklen Glorie den Leuten unseres Stammes angetan haben? Warte mal. Warte mal. Hahaha. Ja, nicht für ganz dumme. Wie ist die Quest? Oder Totem oder so?
Nee, das war eine Tragödie ist es. So. Aha. Früher habe ich meinen Vater angebetet, aber dann kam ich erkannt, dass er nicht das Feigling ist, ein Feigling ohne den Mumm, sein Volk zu rächen. Wisst ihr, was die Anhänger des Ordens der Dunklen Glorie den Leuten unseres Stammes hier angetan haben? Diese Stammesmitglieder waren keine Krieger, nur Zivilisten und die Samen sammeln wollten. Sie glaubten daran, dass die Stadtmenschen und ihre Anführer sich an die Abmachung halten würden, den Canyon in Frieden zu lassen. Aber diese Gruppe von Stadtmenschen tauchte plötzlich vor uns auf. Die Jäger, die sie uns beschützt haben, wurden getötet, als sie ansprachen. Dann wurden wir von ihnen umringt. Die packten mich, drückten mich zu Boden und zwangen mich zuzusehen, wie sie lachend meine Stammesfreunde bei lebendigem Leib die Gliedmaßen herausrissen. Unter ihnen war auch meine Schwester, die ein Baby unter ihrem Herzen trug. Das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe, aber ich konnte meine Augen nicht schließen. Danach konnte ich einfach nicht glauben, dass mein Vater diese Leute nicht suchen wollte, sie zu rächen. Er sagte, dass ein Krieg gegen den Orden der dunklen Glorie der Untergang unseres Stammes wäre. Er redete meinem Schwager Anors ein, dass es ein Fehler sei, zurückzuschlagen. Was für ein Feigling, einen Kampf gegen den Feind auszuweichen. Geh zurück und richte meinem Vater aus, dass ich zutiefst enttäuscht von ihm bin. Ich werde meine Macht nutzen, um meinen Stamm zu rächen. Mein Blut wird den Feind bereuen. Mein Blut wird den Feind bereuen lassen, was er uns angetan hat. Ich werde meinen Vater erst wiedersehen, wenn wir uns als Ahnengeister treffen. Nee. Man soll seine Familie lieben und ehren und nicht so eine Stille machen. Jünger Schild, man muss noch viel lernen. Manchmal ist es auch weiser, zurückzuhalten, als draufzuhalten. Im Wohle der Gemeinschaft oder zum Wohle der Gemeinschaft ist es gesünder. Vielleicht mal zu sagen, du, ich schluck mal ein bisschen. Naja, besser. Es ist nicht so, dass ich keine Vergeltung will. Es hat auch meine Familie und Freunde getroffen. Doch Tartus wurde von ihnen verschont. Um in meinem Stamm den Hass gegen den Orden Dunkel zu schüren. Ich konnte mein Volk nicht in einen Krieg gegen den Orden führen und damit zulassen, dass der Feind sein Ziel so leicht erreicht. Also blieb ich hier, ertrage diese ständige Beleidigung und versuche, den wahren Feind aufzuspüren. Tartus. Leider werde ich ihm nicht beibringen können, was wahrer Mut ist. Hoffentlich schaffen es die Ahnengeister, ihn auf den richtigen Weg zurückzuführen. Danke, dass ihr mir für einen kurzen Moment Hoffnung gegeben habt. Obwohl ich wusste, dass ich schnell vergehen kann, möchte ich euch meine Wertschätzung zeigen. Ja, mach mal. Zeuge der Tragödie von Tartus. Juhu! Obwohl so traurig ist. Wenn der Vater mit dem Sohne, Heinz Rühmann, würde sich im Grabe umdrehen. Nur so nebenbei erwähnt. Ja, wir haben Kasach-Lager. Was haben wir denn hier noch? Eigentlich nichts, ne? Aus Sturmhuhe sollen wir ein Buch holen. Doch, wir haben noch was. Juhu! Was machen wir? La, 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 la. Sturmhöhe ist hier im Sturm rechts. So rechts im Osten, rechts oben. Da gehen wir jetzt hin. Das finde ich ja nicht schlimm. La, 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 la. Hätten wir natürlich auch vorher machen können, aber. Es könnte. Ja, doch lieber hier rum. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal, damals, früher, in dem wie ist das? Sturmhöhe-Lager da oben drin war,
Da gab es einen Boss, der hat mich mal weggewurzt. Das hat nicht gemeint. Das tut immer noch weh. Den habe ich damals gehasst. Die Sache ist, wo finde ich den Knilch? Ich glaube, das war echt oben. Wir versuchen hier mal ein bisschen durchzureiten. Scheiß auf die Gegner. Das war doch unterm Wagen, oder? Ach doch, das war. Unter irgendeinem Wagen lag mal sowas. Ich weiß nicht, ob es das war. Glaube ich doch. Ha. Das habe ich damals die Irre gesucht. Gerade eingefallen. Das war eine Scheiße, auf Deutsch gesagt damals. Da können wir jetzt wieder zurückreiten. Ohne viel Blut zu vergießen. Mensch, bin ich gut. Nein, ich war ja. Ich hab's hier gesucht. Ich weiß doch. Mit Cyberman hieß er, glaube ich. Und mit. Oh Gott, mit ihm weiß ich den Namen gar nicht mehr. Der zweiten. Wir rauf und runter, hoch und runter, links und rechts. Und wir haben es nicht. Und es gab damals beim Questhelper nichts, also hier im Internet nicht. Es gab keine Aufklärung, wo dieses Zeremonienbuch zu finden war. Das war ärgerlich. Durch Zufall, weil ich an einer Stelle, wo ich über das Buch nicht gestorben bin, glaube ich, war das sogar, habe ich das Buch gefunden. Wurde gerätzt und dabei habe ich das Buch entdeckt. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Kabul, Kabul, hier das alte Buch der Zeremonien. Beeindruckend, wie ihr die Verteidigungslinie von Stromhöhe überwunden habt, einfach durchgeritten. Ich glaube, ihr könnt mir noch bei etwas anderem helfen. Ja, das könnte ich tun, wenn ich mich nicht verhaspeln würde. Um die Zeremonie durchzuführen, braucht man außer dem Buch noch andere Materialien. Oben auf der falschen Klippe stehen Altare. Wo wir seit Generationen den Geist des Windes anbeten. Heimklippe, achso. Es gibt drei kleine Altäre und den Altar auf dem Hauptgipfel. Diese Altäre sind auf der ganzen Feldklippe verteilt. Auf den kleinen Altären liegen mit Federn geschmückte Totems von vergangenen Zeremonien. Wir brauchen diese Federtotems, die von der Generation zu Generation weitergereicht werden. Damit die Schamanen unter neue Zeremonien durchführen können. Ich kann nicht mehr lesen. Wenn ihr euch eurer Fähigkeit sicher seid, dann helft mir die Federtose. Jetzt müsste ich eher sagen können, ich kam noch alles aus dem Bier dort. Naja. Sole mio. Ich reite zur Funkenklippe. Ach ja. Wieder mal alles abreiten. Habe ein Vorhang an das Ganze. Paris! Hup, hup! Die hat es mir angetan. Blondie mit dicken Möpsen. Yeah! Hier nicht. Hier ist kein Alter. Ein kleiner und ein großer. Hier ist auch keiner gewesen, ne? Oh nee. Ja, mei, dann müssen wir suchen. Da, 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 da. Da, 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 da.
Ich auch nicht. Yeah, einfach da hoch. Hier nicht. Da auch nicht. Gleich. Oh. Nee. Wo soll die sein? Weil da nicht. Der ist kleine Totens. Weiß gerade nicht, welche die genau meinen. Naja, weiter geht's. Nicht das hier, oder? Ah, ich will das Vieh hier wegmachen. Aqua, ich ist kein Aqua. Dann waren es diese kleinen Dinger, ach so. Na ja gut. Sind wir auf jeden Fall an einem vorbeigeritten mindestens. Und ein großer war da oben, oder? Was war da? So, der nördliche Obertotenpfahl. Ich bin Apfel gelesen. Opfer. Ich sollte aufhören zu lesen. Und einer müsste jetzt hier oben noch kommen, oder? Aqua! Aqua Cadabra. Okay, so. Hey, der müsste wohl vorne sein. Nee, der mittlere fehlt noch. Der müsste da oder unten noch einer. Was ist das? Lass mich in Ruhe, ich will doch nur hier kurz an das Totem ran, meine Güte. Östlicher Opferfall, sauber. Null und M. Geht nicht, verdammt. Oh, ein Schluck trinken mit der Reiterei.
Oh. So, wir haben jetzt wieder 20 Minuten voll. Okay, dann machen wir das wie folgt. Ich reite jetzt zurück. Und wir sehen uns bei Kabul dann einfach in der nächsten Folge. Da erfahrt ihr auch, was Kabul genau mit den Federn möchte. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr alle wieder zugeschaut habt, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag. Ciao!